So, jetzt mal die ganze Sache etwas abgedunkelt. Ich habe nur wenig Beleuchtung, damit man die Lampen besser sieht. Ganz kurz zur Erklärung, was ich hier mache. Hier habe ich vier Batterien in Reihe geschaltet, nichts Besonderes. Und hier habe ich diese Lampe mit den beiden in Reihe geschaltet. Die beide sind aber parallel. Jetzt kommt das große Rätsel und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr dahinter kommt. Was passiert in folgendem Fall? Ich nehme hier von dieser Parallelschaltung eine weg. Oh, natürlich ist die aus, aber die leuchtet plötzlich heller. Und beide leuchten gleich hell. Jetzt kommt die große Frage. Jetzt schalte ich die wieder parallel dazu und beide haben, tja, die müssten doch eigentlich die gleiche Spannung haben. Aber warum leuchten die beiden jetzt nicht mehr so hell? Das ist das große Rätsel. Bin mal gespannt, wer sich darauf einlässt und es erklären kann. Ich werde vielleicht noch ein Video machen dazu, um das zu erklären. Dann in der Theorie, aber das sollte mal schöne Anregung sein. Gut, dann hoffe ich mal auf Zuschriften.